Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Mut Talk mit Constanze Weiser. Unser heutiger Mut Talk ist gleichzeitig auch ein Webcast für im Mutstrahl Mut zum Wir und Mut vor Ort. Ganz herzlich willkommen, liebe Constanze. Schön, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit nimmst für den heutigen Mut Talk. Ich habe die liebe Constanze gleich aus drei verschiedenen Gründen eingeladen. Die Constanze, du bist ja auf der einen Seite die Lehrgangsleiterin des Green Skills Lehrgangs. Da geht es auf der einen Seite um Bauen von handfesten Dingen, von alternativen Bauweisen. Gleichzeitig baut ihr aber auch an Gemeinschaften, das heißt an dem, wie Menschen miteinander umgehen. Und du bist auch eine große Vernetzerin im Bereich des Wandels. Das heißt, du organisierst im Rahmen von Green Skills zum Beispiel Symposien, wo ihr versucht, so die Akteure, Initiativen des Wandels in einen Raum zu bringen. Und du hast auch über deine diversen Funktionen und Ehrenämter und Engagements vor allem Kontakt zu vielen Gemeinschaften und Einblick in viele Gemeinschaften. Und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, warum du mir als Erste eingefallen bist, so worum geht es denn eigentlich in diesem Mut zum Wir und dem Mut zu lokalen Initiativen? Ja, herzlich willkommen, Ira. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und auch, ja, mit dir bekannt, befreundet zu sein, weil du ja auch sehr, sehr ähnlich wirkst. Also das Feld hat einige Überlappungen, würde ich mal sagen. Und was ihr in der Mutmacherei macht und sammelt und so weiter, das ist natürlich, was wir auch versuchen zu vermitteln im Rahmen vom Lehrgang. Und ihr macht das auch jetzt online. Und das finde ich super. Ja. Ja, wir haben irgendwie so eine gemeinsame Vision, glaube ich, und in dem Zusammenhang laufen wir einander ja auch immer wieder über den Weg, was mich jedes Mal sehr freut. Und heute möchte ich mich mit dir sehr gerne austauschen über das, was wir auch den Mut zum Wir nennen. Ja, also diesen Schritt, der vielleicht auch bedeutet, von einem gefühlten Engagement zu gehen in ein umgesetztes Gemeinsam mit anderen Menschen. Und das kann ja auf vielfältigste Art und Weise stattfinden. Ich möchte mit dir heute so ein bisschen sprechen. Wie schaut denn die gelebte Praxis aus und was fehlt da auch noch? Aber fangen wir vielleicht einmal an, was so eine Fülle ist beim Green Skills Lehrgang. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist und auch, was dieser Schwerpunkt auch auf dem dem Aufbau von Gemeinschaften bedeutet. Den Green Skills Lehrgang gibt es seit 2011. Damals war ich erstmalig Teilnehmerin und bin dann im Jahr darauf gefragt worden, ob ich es mit einer Kollegin begleiten und leiten möchte. Und seitdem mache ich das. Und es ging ursprünglich hauptsächlich um ressourcenschonendes Arbeiten mit nachhaltigen Materialien. Das war der Untertitel von Green Skills Lehrgang. Das heißt, da ich von der Architektur komme, Architektin bin, habe ich natürlich die professionelle Expertise genau für den Teil. Da Menschen zu vermitteln, wie man nachhaltiger baut, auch bestehende Gebäude so saniert, adaptiert oder auch sich einfach nur die Räume herrichtet, dass es angenehmer ist, ja, dass es lebenswerter ist, weil sie umgeben uns über einen Großteil unserer Zeit. Und also fast die gesamte Umwelt, die wir haben, ist schon gestaltet von Menschen, ja, auch im ländlichen Bereich. Und das heißt, ich habe dann, weil dieses Miteinander, ja, dieses Wir durch verschiedene Methoden und so weiter auch schon ein Teil war, habe ich das ausgebaut, weil ich eben auch dafür brenne oder glaube, dass es super wichtig ist, dass wir uns auch in unserem Lebensalltag miteinander zusammentun. Ja, dieses gemeinschaftliche Leben und Wirken, das ist auch ein Lehrgangsteil, der jetzt dann von mir so weiterentwickelt wurde, sage ich mal. Wir haben es leider nicht in der Schule unbedingt gelernt. Wenn man Glück hat, hat mein Elternhaus, wo das irgendwie schon ein bisschen stärker Thema ist oder wo man einfach was dazu lernt. Aber in der Regel
ist dieses Miteinander was, was nicht gut ausgebildet ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die hauptsächlich auf Konkurrenz aufgebaut ist. Leider immer noch, obwohl wir längst diesen Wandel bräuchten, hin zu mehr wir, ja. Weil ohne Kooperationen werden wir den nicht schaffen, diesen Wandel. Also das heißt, wie geht das? Ja, und daher habe ich, also Nachhaltigkeit kann man nicht nur im Bauen leben. Ja, und man baut jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ja, deshalb habe ich das ausgeweitet und verschiedene Aspekte mit hineingeholt, beziehungsweise versucht es so nachhaltig und ganzheitlich wie möglich aufzustellen. Ja, weil es hilft dir das tollste Ökohaus oder ich weiß nicht was nicht, wenn du dann immer noch mit deinem Auto oder womöglich mehreren irgendwo von A nach B musst die ganze Zeit und dein Lebensmittelpunkt komplett woanders ist, während du arbeitest und du entsprechend Kilometer und Zeit verschwendest und so. Das heißt, man muss das Ganze wirklich ganzheitlich denken. Mhm. Und für mich eine wirklich gute Kombination, die irre viele Synergien birgt, ist dieses gemeinschaftliche Leben. Ja? Weil, also egal, ob ich jetzt Kinder habe und als Kleinfamilie eigentlich eh schon damit hochbelastet oder nicht überfordert bin, also alleinerziehend gar zu schweigen, ja, und die Großeltern oder als Verwandtschaft ist irgendwo und vielleicht habe ich nicht so den tollen Freundeskreis, der jetzt super scharf ist, die ganze Zeit um meine Kinder aufzupassen. Ja? Das heißt, es ist einfach entlastend, wenn man sich das mit mehreren anderen Familien oder sonstigen Menschen teilen kann. Ja, wo die Kinder dann einfach miteinander spielen und gut betreut oder auch also einfach nur beobachtet sind. Und die haben ein ganz ein anderes Aufwachsen. Es gibt Studien, die haben eine höhere soziale Kompetenz um 1 bis 2 Jahre im Vergleich zur gleichaltrigen Altersgruppe. Ja, weil die einfach das dann von klein auf mitkriegen, wie man miteinander tut, ja, und es braucht Mut auf jeden Fall, um dieses Wir zu probieren, ja, weil, wenn ich in mir selber zu unsicher, unstabil oder sonst was bin, damit ich überhaupt zu mir stehen kann, ja, dann ziehen sich die meisten Leute zurück und verkrümmeln sich und weiß ich gar nicht an, klatschen irgendwo und auch, also so von wegen Mut zum Selbersein. Mhm. Mit deinen ganzen Ecken und Kanten und sonstigen Besonderheiten, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und da sage ich, ja, okay. Und also ich habe ein wirkliches Geschenk gestern von meinem Sohn bekommen, mehr oder weniger, indem er mir gesagt hat, naja, dass ich so bin, das habe ich durch euch. Ja? Und er hat irgendwie halt auch von Vater immer wieder gesagt bekommen, wenn irgendwelche Emotionen da sind, schau sie einfach an. Und es hat ihn wahnsinnig getriggert. Jedes Mal, wenn er das gesagt bekommen hat, bis er irgendwann gecheckt hat, es ist so. Es hilft. Einfach mal schauen, was da ist. Ja? Ja. Und deshalb, also da wird dann wirklich viel leichter. Ja? Und das sind Dinge, die muss man einfach irgendwann einmal gesagt kriegen, lernen, draufkommen und so weiter. Ja? Und er hat da offensichtlich was integriert mittlerweile. Und das merkt man auch, ja. Ich meine, als Klassensprecher und also mit einer sehr hohen sozialen Kompetenz unterwegs. Und ich denke, das brauchen wir alle. Lass uns da vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen. Also ich versuche jetzt auch ein bisschen so Advocata Diaboli quasi zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Menschen denken, naja, okay, das Private ist so quasi eine andere Geschichte, aber zusammenarbeiten, ja, das kennen wir doch eh alle vom Job, also das kann ja nicht so schwierig sein, da müssen wir ja auch uns mit anderen arrangieren und in Teams arbeiten und so weiter. Aber du hast ja jetzt sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht, weißt du, und kannst du vielleicht noch ein bisschen herauskristallisieren, was sind so, wieso ist es denn eigentlich schwierig, nicht? Wieso müssen wir das erst lernen, wieso können wir es nicht wirklich, ja? Ja. Was sind da so die Kristallisationspunkte? Ja, das eine Moment, denke ich mal, ist, traue ich mich eben so zu sein, beziehungsweise eben die Angst vor Konkurrenz. Ja, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo es nur darum geht, dass sich jeder Einzelne beweisen muss, und das auch von oben womöglich auch noch in die Richtung getrimmt wird, ja, dass die Mitarbeiterinnen eben
praktisch ihr Bestes geben, aber nicht in der Kooperation sind, weil sie dem anderen ja womöglich was verraten können und dann hat der einen Vorteil oder so. Ja? Das heißt, wenn es auf diesem kompetitiven Geist beruht, da ist kein Win-Win möglich. Und zu einem wirklichen Miteinander, wo alle davon profitieren, voneinander lernen und miteinander wachsen können, da brauche ich eine gewisse Veränderung in meiner Haltung, ja? Mhm. um zu verstehen, dass das was bringt. Ja? Ja. Dass ich niemandem neidig sein muss, dass ich niemandem irgendwas vorenthalten muss oder sonst wie, sondern wenn ich es reingebe für das Ganze, ja, dann haben wir alle mehr davon. Mhm. Und diese Haltung, die muss ich anfangen, erst mir ja, also denken trauen. Ja, und auch eben diese Vorsicht, die meistens da ist, dass die Leute mit einer Maske rumrennen und halt irgendwie ihre Funktion und Rolle erfüllen und so weiter. Ja, aber das sind wir nur halb. Da fehlt ein Teil, wenn wir uns den nicht erlauben dürfen. Glauben. Und das ist, was wir versuchen, auch über diese Methoden des Miteinanders. Also das geht jetzt nicht nur um das rein methodische, ich lerne, wie man Entscheidungen fällt gemeinsam, wie man besser kommuniziert und sonst was, sondern es geht auch um dieses Gefühl, einen Rahmen zu schaffen, wo man das dann mal ausprobieren kann, wo man quasi ja einfach schaut, okay, was passiert. Mhm. Ja, weil also dieses Setting hilft dann auch, um ja uns mal quasi in einem geschützten Bereich zu probieren, ja, und zu sehen oder auch indem wir die Gemeinschaftsprojekte besuchen, ja, zu sehen, da gibt's Menschen, die leben schon so, wow, ja. Und es ist kein bloßes Blabla, sondern das geht so und so. Und auch wenn es Menschen sind, nicht immer hundertprozentig super läuft. Ja? Aber man kann Lösungen finden. Mhm. Also wie schaut es aus, dieses Miteinandergehen? Ja, da bringst du schon mich zur nächsten Frage. Nämlich, mich würde interessieren, wie macht ihr das denn im Green Skills Lehrgang genauer, um einerseits diese Gemeinschaften aufzubauen oder zu zeigen, wie das gehen könnte. Also du hast jetzt schon Exkursionen angesprochen und kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was tut ihr da sonst noch Methoden und was auch noch, um dieses Gefühl zu ermöglichen? Ja, also im Rahmen von diesem Lehrgangsteil zum gemeinschaftlichen Leben und Wirken sind einfach wirklich, dass wir verschiedene von diesen Methoden des Miteinanders, von dieser neuen Art zu kommunizieren und so weiter, dass wir es ausprobieren und erlernen dadurch. Ja, weil, also eine Geschichte, die wir im Lehrgang auf jeden Fall versuchen, ist, Vermittlung geht übers Hirn, also ich muss es verstehen, was ich da tue. Es geht über die Hand, also im Sinne von tun, ich muss es irgendwie ausprobieren. Und es geht übers Herz. Also es hilft, wenn ich auch emotional dabei bin. Mhm, ja, und da, also auch mich mit den anderen, ja, es formt sich eine gewisse Art von Gemeinschaft und zumindest das Gefühl immer wieder, ja, ah, also so, ich spüre Resonanz, da ist jemand ähnlich, dem geht es auch so oder so und so weiter, ja. Also dieses ganze Menschliche, einfach mit hineinzunehmen, das ist keine Methode, sondern es ist einfach eine Herangehensweise, ja, Hirn, Hand und Herz da zu integrieren im Sinne der Ganzheitlichkeit. Und also das heißt, wir versuchen zum einen so diese verschiedenen Methoden und Herangehensweisen zu vermitteln, zum anderen, was gibt es, ja, die Beispiele, also jetzt im weitesten Feld, also so Österreich, aber im näheren Umfeld, wo wir eben auch über die Exkursionen hinkommen, also so Ostösterreich, und besuchen da verschiedene Projekte, um auch von denen, also erstens mal live in ein Gebäude reinzugehen, ich spüre ja ganz was anderes. Ja? Auch wie tun die miteinander, zu sehen, wie sich das dann abspielt, das Leben, oder von den Leuten selber zu erfahren, was war ihr Weg, was war die Motivation, ja? Was waren die Hürden und wie haben sie überwunden. Ja? Das heißt, es geht auch, wir haben über 30 verschiedene Referentinnen, die sind ja alle mit ihren Erfahrungen da. Ja? Das heißt, du kannst immer in die Tiefe fragen, du wirst eine fundierte Antwort kriegen, die also erarbeitet, erlebt ist. Ja? Und also diese Beispiele, natürlich auch methodisch und was sind die verschiedenen Arten von Gemeinschaften, damit ich überhaupt ein Gefühl kriege, was
vielleicht für mich dann die richtige sein kann. Oder ich komme drauf, nein, es ist nichts, aber vielleicht kann ich es im Arbeitsumfeld besser integrieren. Ja? Weil auch dort einfach mehr rauskommt, wenn ich da also co-kreativ werde. Oder ich will eine Food Corp machen oder also irgendwas anderes, eine solidarische Landwirtschaft. Also ich brauche es ja in jedem größeren Setting, wo ich nicht alleine unterwegs bin. Ja, also sobald ich mich mit irgendjemandem abstimmen muss, und das ist jetzt mehr als mein Partner oder Partnerin, und selbst da ist es hilfreich, wenn ich eine Methode gefunden habe, wie man kommuniziert, was die eigenen Bedürfnisse sind, ohne jetzt sofort in ein Projizieren zu gehen. Ja? Oder dem anderen irgendwelche Zuschreibungen in den Kopf zu schmeißen. Ja. Das hilft gar nichts, sondern es geht wirklich darum, okay, mit den eigenen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden und sie auch kommunizieren zu können und dann zu schauen, und was sind deine und wie geht das dann miteinander am besten und so. Je mehr Leute und so, also braucht andere Methoden, aber trotzdem, also, es ist mehr oder weniger ein Feld. Ja. Okay. Du hast ja in diesem Kontext und in anderen auch schon sehr viele dieser Beispiele, die ihr besucht, wo ihr Exkursionen macht und so weiter, kennengelernt. Und kannst du so etwas wie einen roten Faden erkennen? Also du hast ja schon angesprochen, ihr schaut es euch an, um zu erkennen, was funktioniert, was nicht, wie haben die das gemacht, was sind quasi Erfolgsfaktoren, was ist eher hinderlich? Hat sich für dich da schon so ein Bild herausgebildet vielleicht? Also ich denke, es hilft, wenn es eine Intention dahinter gibt. Ja, also deshalb gibt es auch diesen Begriff der intentionalen Gemeinschaft. Das heißt, da geht es um mehr als schöner Wohnen. Ja, also natürlich, das ist ein legitimes Ziel. Ich will mir, meiner Familie, meinem Umfeld oder meinen Kindern ein gutes Aufwachsen ermöglichen. Ja, und mir das Leben dadurch erleichtern, dass ich das miteinander gestalte. Ja, also diese Idee hinter einem Co-Housing-Projekt, wo man, also da haben sich in den 60ern die Frauen in Schweden zusammengetan, die eine gute Ausbildung hatten, aber womöglich auch einen Kinderwunsch oder es kamen schon Kinder und dann hast nur die Option gehabt, Karriere oder Kinder. Mhm. Ja, weil beides war kaum kompatibel. Und da haben sie einfach Möglichkeiten gefunden, das zu kombinieren, indem sie sich geteilt haben, die Aufgaben. Ja, also das ist komplett legitim und das ist total unterstützend. Ja, oder auch im Alter oder wenn ich krank bin. Ja, aber die Gemeinschaften, wo wirklich dann längerfristig was weitergeht oder die lebendig bleiben, da geht es um eine größere Vision im Sinne von, ich tue nicht nur was für mich oder für uns als Gruppe, was Gutes, sondern ich habe noch ein Anliegen darüber hinaus. Ja, das heißt, dass ich ökologischer leben will und über Sharing habe ich ganz viele Möglichkeiten in einem Gemeinschaftsprojekt, quasi auch ressourcenschonend mit dieser Erde umzugehen. Ja, also Mobilität, Carsharing, über Kleidertausch, die ganzen Kindersachen, die sind so schnell rausgewachsen, das Zeug ist längst nicht kaputt. Das heißt, es kann mehrere Zyklen durchlaufen, in mehreren Familien oder über wie auch immer, ja, however. Oder die Waschmaschinen, die Werkzeuge, die, egal. Ja. Allein das ist ein Riesenpaket und es geht viel leichter, wenn ich einfach im Nahen Umfeld bin. Also ich muss irgendwo, keine Ahnung, organisieren. Und das andere ist eben aber auch darüber hinaus, es gibt ganz viele Projekte, die haben in ihr Umfeld, also sei es, dass sie Räume zur Verfügung stellen für Nachbarschaftsfeste oder selber solche Feste organisieren oder Angebote von denen, die dort leben, von sozialen, über Körper, also Sport, Yoga, ich weiß nicht was, alles, also an so Optionen, die sie in ein Gebiet, in eine Nachbarschaft bringen und die aufwerfen. Also eines der ganz alten Projekte, und das kennt eh fast jeder, ist die Sargfabrik. Ja, die haben einfach diese Gegend im 5. Bezirk, die nicht wahnsinnig toll oder jetzt irgendwie sonst wie war, aufgewertet, sodass du mittlerweile kaum dir ein Grundstück oder eine Wohnung leisten kannst, weil da heißt Sargfabrik Nähe. Also das ist jetzt der negative Aspekt der Gentrifizierung, der da auch stattgefunden hat. Ja, aber also was sie gemacht haben, waren auch jetzt, die sind ja schon wirklich lang unterwegs und sie haben gesagt, wir wollen nicht nur wir für uns cool leben, sondern sie wollen das ganze Viertel aufwerten und haben also quasi aus dem Projekt heraus
die ist in einem Verein lebenswertes Maxnerviertel geschaffen, ja, wo sie mit den Gewerbetreibenden und sonstigen Menschen aus dem Quartier, denen, also sie haben es gelernt, wie geht Engagement? Ja, wie geht es, etwas in die Welt zu bringen? Und wo muss ich wie, bei wem anklopfen oder mit wem kommunizieren und so weiter? Ja, und das hat noch nicht jeder. Und das heißt, da gibt es ein paar Leute, die gehen mit ihrem Ding und unterstützen andere, die auch entsprechende Bedürfnisse haben. Und ähnliches Prozedere bei Wohnprojekt Wien, ja, mit den ganzen Dingen rund um den Bednerpark und den Nordbahnhofviertel, wo einfach Menschen, die gelernt haben, wie man sich engagiert, andere mit anstecken oder mit hineinnehmen. Oder eben, sei es nur über diese räumlichen Komponenten, dass du dort einen großen Raum hast, meistens ist es der Gemeinschaftsraum oder sonst, wo ich mich einchecken kann, um irgendwas mitzumachen. Irgendein Nachbarschaftsfeld. Das war in der Zeit der Flüchtlingskrise 2015, ja, haben ganz viele Projekte auch Migrantinnen aufgenommen. In der Gemeinschaftswohnung. Also, weil manche haben einfach eine Wohnung oder ein paar Räume oder was auch immer für Gäste. Das braucht ja nicht jeder. Also, du hast es in so Einfamilienhausgeschichten oft, da hat man ein Gästezimmer. Das brauche ich längst nicht in jeder Wohnung, sondern da habe ich eine Gästewohnung und dann haben die dort Migranten reingenommen, ja, für einen gewissen Zeitraum, um das zu unterstützen, ja. Und also das heißt, es gibt auf unterschiedlichsten Ebenen oder auch innerhalb des Projekts, dass Leute, die mehr verdienen oder warum auch immer, mehr Geld haben, andere Familien oder Beteiligte unterstützen in einem finanziellen Teilabgabe, solidar Aspekt, ja, wenn gerade eine Krise ist oder warum auch immer. Ja. Das heißt, wenn ich die Leute kenne, dann ist auch eine andere Bereitschaft da, für sie da zu sein. Oder auch ein anderes Verständnis. Ja. Dann halte ich das auch eher aus, dass da jetzt irgendwer gerade schuldig ist oder irgendwie halt besonders, ja, weil ich weiß, warum. Und der hat seine guten Gründe. Wenn ich es aber nicht weiß und es geht mir nur auf die Nerven, ja, dann, also quasi, ja, es gibt leider viel zu oft die letzte Möglichkeit, dass dann hier irgendwer die Polizei ruft, weil er sich nicht mit der Nachbarin reden traut. Das ist ja absolut ein Armutszeugnis. Mhm. Ja. Und wenn ich aber die Leute kenne, ja, dann rede ich halt mal und sage, hey, was ist los? Wie kann man das adaptieren, verbessern? Keine Ahnung. Ja. Ich möchte da jetzt ganz kurz sammeln. Du hast so viele wunderbare Brücken jetzt geschlagen, auch zu anderen Bereichen in unserem Mutmacht. Ja? Und also alles, was du jetzt gesagt hast, war für mich wie eine Verlinkung zu allen diesen Bereichen und eine Zusammenfassung von dem, was wir im Mutmacht bis jetzt schon behandelt haben. Weil du auf der einen Seite ja sehr schön angesprochen hast, vorher auch schon, also es braucht diesen Mut zum Ich, ja, sich selbst zu kennen, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu denen auch zu stehen. Es braucht den Mut zum Du in der Begegnung, ja, die anderen überhaupt einmal zu kennen und direkt mit ihnen zu sprechen und nicht die Polizei quasi als Mittler zu verwenden. Es braucht den Mut zum Wir, um gemeinsam etwas bewegen zu können. Es braucht, oder es ist, also du hast von diesen intentionalen Gemeinschaften gesprochen, ja, was so für mich übersetzt auch bedeutet, gemeinsame Werte zu haben und einen gemeinsamen Sinn, ja, für den man sich engagiert, nicht? Und das Engagement auch als ganz gezielte Triebfeder zu nutzen, um nicht richtungslos durch die Gegend zu irren quasi. Und was ich auch sehr spannend finde, also du hast auch angesprochen, diese vielen Beispiele, wo es jetzt vorwiegend um Wohnprojekte gegangen ist, Co-Housing-Projekte und so weiter, und das aber auch runtergebrochen auf kleinere Dinge wie Food Co-ops und so. Jetzt würde mich auch interessieren, also wenn wir ausgehen von Wohnprojekten, das sind ja schon riesige Vorhaben. Ja, also wenn ich denke an alles, was ich so quasi aus der Zuschauerposition mitverfolgt habe, da geht es um so Dinge wie, man muss einmal ein Grundstück finden, man muss die Finanzierung finden, man muss die ganzen Prozesse aufsetzen, Arbeitsgruppen gründen und so weiter.
Ich habe da sehr großen Respekt davor, weil ich denke, das sind große Vorhaben. Ja. Die dauern Jahre und die brauchen ganz viel an persönlichem Einsatz, Zeit, Ressourcen und so weiter. Ich kann verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist mir ein oder zwei oder drei Schritte zu groß, aber ich würde dennoch gerne etwas tun. Gehen wir mal aus vom Leben in der Stadt, von dieser Anonymität auch, die ihre Vor- und Nachteile hat. Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder Erkenntnisse, wenn jemand einfach aus dieser Isolation oder Anonymität raus will und sagt, ich möchte mich gerne engagieren, aber ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Ich weiß nicht einmal, wer meine Nachbarn sind oder so. Ja. Gibt es da sowas wie gute Einstiegsdrogen oder Andockpunkte oder so, die du vielleicht empfehlen könntest? Also ich denke, jegliche Art von Engagement, wo ich mich einbringe, ist schon mal hilfreich. Und je nachdem, wo mir mein Anliegen ist, ja, weil ich tue ja nichts, wo ich nicht irgendwie einen Sinn bringe. Ob ich jetzt drauf komme, ich will Garten ums Eck, da gibt es ja auch eine gleichnamige Initiative, oder mich bei Platz für Wien, auch eine Initiative für eine klimagerechte und also verkehrssichere Stadt, ja, einbringen, oder ob ich, also auch jetzt über diese ganzen Klimabewegungen, ja, also die Leute bei Extinction Rebellion engagieren, oder auch, also ich habe eine Bekannte, die gemeint hat, sie hat ganz lang versucht, in unterschiedlichen Ecken anzudocken, und dort hat sie jetzt Menschen gefunden, wo sie einfach, ja, die Beziehungsqualität passt und das Engagement passt und so weiter. Also das heißt, wofür auch immer es mir wert ist, meine Zeit zu verwenden, ja. Und es kommt ja immer auch als Geschenk dieses in Begegnung kommen dazu. Ja, das heißt, oder ich kann irgendwas und will das einbringen. Ja. Mhm. Also eine schöne Geschichte finde ich auch den Dorfplatz in St. André Wörder. Ja. Mhm. Da haben sich Leute zusammengetan, die haben zum einen gesehen, da gibt es einen Ort, ja, den könnte man bespielen, und zum anderen haben sie als kreative Menschen, also sei es eine Werkstätte gebraucht oder einen Coworking Space oder also einen Arbeitsplatz einfach, ja, um ihre Begabungen ausleben zu dürfen, quasi zu können. Weil du hast nicht in jeder Wohnung eine Riesenwerkstatt. Das geht ja nicht aus. Und vor allem viele Werkstätten haben andere. Also da gibt es Lärm, da gibt es sonstiges. Ja, das heißt, das kannst du nicht im wohnnahen Umfeld machen. Und die haben sich da zusammengetan und haben einen wirklich sehr, sehr lebendigen Ort geschaffen mit einer Hofküche, wo mehr oder weniger auch die Leute aus St. André einfach hinkommen zum Essen. Ob die jetzt da sonst noch was tun oder sich quasi einfach nur treffen, so wie halt das Wirtshaus oft auch so ein Ort ist. Ja, und hoffentlich können sie jetzt alle wieder aufmachen, ja, wo die Leute, die einfach einsam sind, beim Kaffee oder egal, ja, regelmäßigen Mittagstisch halt ihren Austausch haben. Ja, das heißt, oder in der Covid-Phase auch, es gab ja viele Ansätze, wo Leute dann gesagt haben, okay, ich gehe einkaufen oder ich mache dieses oder jenes, also gerade im ersten Lockdown vor einem Jahr, sind viele so kleine Nachbarschaftsunterstützungen angelaufen. Ja, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Mhm, und also das heißt, ich meine, wenn mir nichts einfällt, dann kann ich mal ein bisschen in der Moodmap stöbern, würde ich sagen, und finde sicher was, ja. Oder red mich mal mit meinen Bekannten, Freunden, Nachbarn, wem auch immer zusammen. Und wie gesagt, dass es dann auch wirklich eine Tragfähigkeit kriegt, da ist es natürlich schon hilfreich, wenn ich gewisse soziale Kompetenzen mit einbringen kann, ja. Aber ich muss nicht alles neu erfinden. Ich kann auch bei irgendeinem Projekt mich einfach andocken und sagen, ich mache damit, was braucht ihr? Vielleicht kann ich was. Ob ich mich bei der Mutmacherei engagiere oder ob ich bei Greenskills mitmache oder ob ich, egal, ja, am Dorfplatz schaue, ob, keine Ahnung, also das heißt, das lebt ja von Menschen, die sich einbringen wollen. Gerade diese engagierten Projekte leiden oft darunter, dass es zu wenige sind. Ja. Dass es eigentlich ein paar wenige Engagierte sind, die sich da irgendwie wirklich, also denen es viel Zeit und Energie kostet, und wenn es mehr wären, es wäre unglaublich hilfreich. Das heißt, gerade auch so wirklich die Einladung,
es muss nicht jeder ein ganzes Projekt stemmen, aber fast jeder kann einfach seine Zeit, seine Unterstützung oder auch Geld, ja, manche haben keine Zeit, aber finden es cool und haben Geld und können es einbringen, ja. Das heißt, ich muss nur überlegen, wohin gebe ich meine Energie? Mhm. Und wohin will ich sie geben? Was will ich stärken in dieser Welt? Ja. Und was finde ich extra cool? Oder wen finde ich super sympathisch? Oder also welche Motivation auch immer, die dann hinter der jeweiligen Organisation oder Initiative steht, wenn ich es cool finde, was kann ich dafür tun? Das zu stärken, dass die weiter tun können, weil die sind oft am Zahnfleisch. Ja. Und das, also egal auf welcher Ecke. Ja. Also ich glaube, das, was du da jetzt angesprochen hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses, hey, das, was ich gut finde, ja, was eben auch zu meiner Vision, zu meinen Werten passt und so weiter, einfach zu unterstützen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt sein könnte, ist, man darf sich auch herantasten. Ja. Ja. Weil ich kenne das durchaus auch, dass es Menschen gibt, weil es die so einfach ein Bedürfnis spüren, etwas beizutragen zu diesem Wandel und noch keine Ahnung haben, wo sie anfangen könnten und sehr oft dann auch stoppen bei diesem, ja, aber ich kann ja quasi nichts, was es dafür braucht. Und da eben einerseits zu sagen, hier, es braucht alles, ja, es kann die finanzielle Unterstützung sein, es kann sein, ja, ich habe Buchhaltung gelernt und ich schenke dem Verein die Buchhaltung. Ja. Ja. Und es kann aber auch sein zu sagen, okay, ich schaue einfach einmal, ich google einmal herum und ich schaue, ob ich irgendeinen Andockpunkt finde, vielleicht gibt es in meinem Bezirk eine lokale Agenda-Gruppe, oder ich schaue Frag nebenan oder so, ja, also einfach diverse Dinge mal anzuschauen und von dort sich weiterzutasten. Also nicht diesen Perfektionsanspruch zu haben, ich muss sofort in dem Projekt jetzt landen, das quasi die Welt rettet und alle meine Bedürfnisse und Träume erfüllt, sondern einen Schritt nach dem anderen auch zu gehen. Ja, beziehungsweise es geht ja noch niederschwelliger. Ich kann mich auch einfach sozial einbringen, wenn ich sehe, ich weiß nicht, ich habe eine Nachbarin und die ist mit ihren Kindern gerade voll am Sprudeln und ich frage sie, ob ich ihr einkaufen oder die Kinder mal übernehmen oder I don't know, ja. Oder eine ältere Person, die eben nicht mehr gut zurechtkommt, weil jede Erledigung mühsam ist. Naja, ob ich was mitnehme, das eine Backelmilch oder sonst irgendwas, mehr oder weniger, das tut überhaupt nicht weh. Ja, ich muss dann kurz klopfen und die freut sich, dass sie eine Ansprache hat, dass sich überhaupt wer kümmert. Ja? Ja. Das heißt, einfach mit offenen Augen durch diese Welt zu gehen. Ja? Also gerade das soziale Miteinander hat auch also extreme, also wir tun so wenig. Ja? Die meisten haben zu wenig Zeit, weil die sind eh mit allen ihren Verpflichtungen, Arbeit, Job und Kinder und ich weiß nicht, wen auch immer, was auch immer, voll beschäftigt. Ja? Und es gibt Menschen, die haben Zeit. Ja? Und wissen nicht, was sie tun sollen. Ja. Und da einfach zu schauen, zu spüren, zu fragen, eine Frage tut noch nicht weh, außer dass man ein Nein oder eine vielleicht eine blöde Antwort kriegt. Ja, aber die kann man wegstecken. Ja. Ja. Da hat man sich jetzt noch nicht den Kopf eingeschlagen. Ja, ich glaube, es ist wirklich auch dieser Mut zur Begegnung insofern, also der braucht ja beide Seiten. Ne? Es braucht so zum Beispiel dieses mit offenen Augen durch die Gegend gehen und sehen, wer braucht gerade Hilfe, aber es braucht auch diesen, erstaunlicherweise braucht man offenbar Mut dafür, Hilfe annehmen zu können, zum Beispiel. Also ich erlebe das relativ oft, wenn ich irgendjemandem Hilfe anbiete, weiß nicht, neulich eine Nachbarin, die mit dem Einkaufswagen aus dem Lift ausgestiegen ist und diesen Halbstock, den sie da noch gebraucht hat, kaum bewerkstelligen konnte, ja. Und ich gesagt, na, soll ich ihnen helfen? Nein. Und ich habe dann einfach ihr Waage genommen und ihr trotzdem geholfen. Aber also es ist so diese, nur ja, keine Hilfe annehmen, nur ja, nicht zu viel in Kontakt gehen oder so. Und ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, da sind wir auch so geprägt. Man will niemandem zur Last fallen und so. Und also ich glaube, da braucht es wirklich diesen Mut zur Begegnung auch. Ja. Und das vielleicht auch als erster Schritt. Ja, oft ist es ja auch, also dass man sich nicht eingestehen will oder kann, dass man irgendwo Unterstützung bräuchte. Mhm. Ja, also es ist eine Frage des Selbstwerts oder Stolzes oder wie auch immer, dass man eben, nein, man kommt eher alleine zurecht. Und diese individualisierte Gesellschaft tut ja auch so, als würden wir alle allein zurechtkommen. Und du kannst dir jegliche Form von Unterstützung kaufen.
und so weiter. Oder man glaubt dann, man ist jemandem was schuldig. Ja? Ja, und oft ist es aber einfach eine Geste oder ein Geschenk. Natürlich, wenn es auf Dauer wird, dann muss man sich überlegen, was passt für beide Seiten. Ja? Und das sind so kleine Einigungen. Aber also dieses Mut zum Wir, also es ist in so vielen Aspekten zum Ausprobieren. Und es ist meistens kommt auch ein Geschenk zurück. Nicht immer. Man darf es auch nicht machen, weil man jetzt, also wenn man bedürftig ist und zu bedürftig und glaubt, nur weil ich jetzt jemandem helfe, dann sind alle lieb zu mir, das wird sich nicht ausgehen. Ja, also das heißt, ich habe mal von einer Frau in einem sehr alten Gemeinschaftsprojekt in Marie-Wanzendorf gehört, sie gemeint hat, die Menschen, die glauben, sie gehen jetzt in ein Gemeinschaftsprojekt und dann sind sie nie wieder einsam. Ja, und alle sind lieb zueinander und ich weiß nicht was. Das sind die, die als erstens unzufrieden werden und zweitens der Gemeinschaft zur Last fallen. Ja, weil wenn ich nicht gelernt habe, auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen, wo meine eigenen Grenzen sind, was ich brauche, damit es mir gut geht und so weiter, wie soll das jemand anderes? Das heißt, das ist nicht Hotel Mama und selbst das ist schon eigentlich eine unsinnige Geschichte. Ja, sondern ich muss für mich ganz gut sorgen können, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, dann auch noch einen offenen Blick oder was auch immer zu haben für andere. Mhm. Das immer in diesem Wechselspiel von, also, bei sich bleiben und auf jemanden zugehen. Das ist immer eine duale Geschichte. Ja, und es gibt nicht nur gemeinsam, weil das ist natürlich zu viel. Ja, bei mir sein, gut bei mir sein, und dann habe ich Lust. Ja, es ist auch, also entwicklungspädagogisch gibt es diese zwei Bedürfnisse. Ja, diesen Forschungs- und Entdeckerdrang von kleinen Kindern. Ja, und irgendwo hin und die Eltern kriegen schon die Krise, weil das Kind irgendwo außer Blickweite gerät. Und dann ist die Frage, ab wann gehen sie nach? Ja, weil natürlich, irgendwann kommt der Punkt, oh, bin ich jetzt? Keine Ahnung mehr, völlig verwandt und so weiter. Ja, und dieses Zurückkehren in den sicheren Hafen, ja, dieses Beheimaten. Das ist das andere. Ja? Das Geborgenheit, den Schutz, alles. Braucht man ganz genauso. Mhm. Aber es ist immer in diesem Hin und Her. Und wenn beides gut versorgt ist und leicht geht, ja, im besten Fall, dann habe ich auch mehr Kraft und Energie, um was auch immer zu machen. Ja, wenn ich immer nur an den Grundbedürfnissen, weil, keine Ahnung, dann. Ja. Was ich jetzt auch interessant finde, du hast ja oft jetzt schon gesprochen von diesem, die eigenen Bedürfnisse kennen, ja, wie unglaublich wichtig das ist. Und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen schärfen, weil manche Menschen hören das ja als Aufforderung zum Egoismus, ja, und sagen, ja, das kann nicht funktionieren, wir müssen miteinander tun. Und wenn jeder immer nur auf sich schaut, dann entsteht eben genau diese individualisierte, egoistische Gesellschaft. Und also das, was du ja schon durchblicken lassen hast, ist eigentlich das Gegenteil, nämlich wie wichtig dieses der Mut zum Ich auch sein kann für funktionierende Gemeinschaften. Mhm. Ja, also vielleicht kann man das noch ein bisschen schärfen. Also es geht auch um ein Bewusstsein, was sind die Grundbedürfnisse, dass es mir gut geht. Und das ist nicht das x-te Stück materielles irgendwas, egal ob Auto, Haus, keine Ahnung. Ja? Manche Dinge braucht man, um das erledigen zu können, tun zu können und so weiter. Ja? Also sondern was ist mein Zufriedenheitslevel, und der spielt sich meistens im emotionalen Bereich auch ab. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wenn ich dann Hunger, also leiden und also die absolute Basics nicht gedeckt sind, ja, dass ich keine Behausung habe und solche Sachen. Ja, aber wenn meine diese Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dann ist das Gefühl von ich habe genug. Ja, das ist ja auch diese Initiative von Sol zu verstehen, genug ist gut. Ja, das ist und also ich glaube, es ist von Gandhi dieser Spruch, ja, die Welt hat genug für uns alle, aber nicht für unsere Gier. Ja, und das Ego, das glaubt, es muss sich beweisen über
ich weiß nicht, welche Ausstattung, ich weiß nicht, welche Automarke oder was, gucken. Ja? Das geht sich nicht ausstrahlen. Ja? Und das Ego, das sich eben im Sinne von ich und aufgebläht, und ich meine, wenn man die Leute anschaut, wie sie durch die Gegend fahren, ich will jetzt keine Automarken nennen, das sind für mich aufgeblähte Egos, oft. Ja? Und dahinter versteckt sich ein kleiner Mensch, der ohne dieses Ding offensichtlich glaubt, er ist nichts wert. Mhm. Ja? Und den Wert haben wir in uns. Und als dieser Mensch mit diesem Wert will ja im Prinzip jeder gesehen werden. Nur manche glauben, sie brauchen Zeug. Mhm. Sie brauchen Status, sie brauchen was auch immer. Aufmerksamkeit. Ich glaube, sehr oft geht es auch um die Aufmerksamkeit. Ja, und also da ist dann auch so diese Unterscheidung, sind es echte oder falsche Freunde, ja, die mich nur mögen, weil ich das und das habe oder bieten kann, oder weil ich der oder die bin. Mhm. Ja, also dieses vom Haben zum Sein, ja, von ich habe es geliebt, dieses Buch, wie ich es entdeckt habe als Jugendliche. Ja, das ist ein grundlegender Unterschied. Wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, schaut die Welt auch ganz anders aus, nämlich da wird das Glas eher voll sein, als wenn ich im Mangel bin. Ja. 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 Und das ist so basic. Und deshalb ist es mir auch genau da ein Anliegen, auch das zu vermitteln. Ja, weil ob du jetzt dann in dem obergeilsten Projekt bist, das ist natürlich super, ja, wenn man das geschafft hat. Und auch da, ja, wie komme ich da rein? Aber sicher nicht, wenn ich nur die ganze Zeit haben will. Ja, sondern ich muss auch bereit sein, was zu geben. Ja, in das Gemeinsame. Ja. Konstanze, wir haben jetzt schon viel über diese Schritte ins Wir gesprochen. Und mir ist so gerade eingefallen, wir, ja, das kann sein, wir, meine Familie, das kann sein, mein Dorf, mein Grätzl, mein Land. Dieses Wir kann man ja im Grunde genommen auch beliebig ausdehnen. Und ich finde, je größer dieses Wir ist, desto besser, desto schöner. Mhm. Ich habe eingangs schon gesagt, dass du ja auch eine begnadete Vernetzerin bist für die diversen Initiativen des Wandels. Das heißt, also das nehme ich auch so als deinen Beitrag war, um dieses Wir immer größer werden zu lassen. Ja. Mhm. Kannst du da vielleicht auch ein bisschen was erzählen, also so dieses wachsende Ökosystem des Wandels quasi, wo steht das ungefähr, was gibt es da schon, was braucht es noch? Also wir haben ja letzten Jahr im Februar dieses Symposium gemacht mit dem Thema Wie geht Wandel? Mhm. Und verschiedene Akteurinnen und Organisationen und Initiativen eingeladen und auch eine Messe des Wandels gemacht, um die Leute A zu vernetzen. Ja, weil es natürlich, also es gibt viele, die sind immer noch, auch wenn sie sich als Initiative oder Organisation schon miteinander mit anderen Gleichgesinnten zusammengetan haben, immer noch im Sinne von der Organisation ein Einzelkämpfer. Mhm. Ja. Und wenn aber diese ganzen Organisationen und Initiativen und so weiter voneinander wissen und in den Austausch gehen oder voneinander lernen können, weil sie ja ähnliche Hürden haben, es ist ja noch keine Kneppewiese, wie das dann geht, ja, sondern es ist immer noch gegen ganze konventionelle Rahmenbedingungen und mit all den doch auch Schwierigkeiten. Ja. Das heißt, wenn ich mir nur also die Zeit nehme, da in den Austausch zu gehen, glaube ich, ist schon super hilfreich. Mhm. Wir werden es heuer wieder machen, und zwar mit dem Zusatztitel, wie bringen wir den Wandel in die Regionen? Okay. Weil die Städte, das ist das eine, da hast du einen Haufen kreative und alternative und sonst wie denkende Menschen, und das ist ein gewisses Feld, das so ein Amalgam bildet, wo man sich eh, wenn man halbwegs wach ist, was finden kann. Mhm. Wenn ich aber jetzt irgendwo am Land sitze, in meinem Dorf, ich weiß nicht, sonst wie, ja, dann ist es nicht so leicht. Und aus dem letztjährigen Symposium haben wir ein Rahmenprogramm in Kooperation mit Transition Austria gemacht. Und Transition Initiativen sind ja auch was, die also diesen Wandel in die Welt bringen wollen. Und aus dem heraus ist im Endeffekt dann mein Engagement auch bei der Dorf-Uni entstanden, die sich da gegründet hat.
wo es darum geht, eben diese Bildung und Vernetzung hinauszubringen. Deshalb machen wir auch das Symposium in Kooperation mit der Dorfuni und in Kooperation mit Schulen, die ja auch sehr ähnlich gehen. Und deshalb sind wir jetzt bei dem aktuellen Schulsymposium dabei, das am 29. 30. Mai ist, weil wir gesagt haben, diese ganzen Organisationen sind stärker, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Ja. Das heißt nur, dass man sich einfach mal da auch engagiert und quasi mit dabei ist als Moderator, als Host. Ich werde da die Ernte mit unterstützen und so weiter, ja. Weil das sind Menschen, die haben auch sich diese Fähigkeiten schon angeeignet und das ist natürlich so jemanden leichter als jemand, der es zum ersten Mal macht. Das andere ist, dass man dann so viele Hüte und Verantwortlichkeiten hat, dass man immer weiß, wo man zuerst wird. Deshalb braucht es Leute, braucht weitere Menschen, die sich da reinbegeben in das Feld und trauen, mitzugehen, mitzumachen. Ja, ja. Ja? Und das zu unterstützen. Wie gesagt, auch finanziell, weil es hilft nichts, dass ich das alles im Ehrenamt mache, wenn ich kein Geld mehr habe, weil mein Brotjob keine Zeit mehr hat. Ja? Oder was auch immer. Am besten ist es nicht ein Brotjob, sondern ich kann das machen und ich kriege dafür Geld. Mhm. Ja? Ja. Also, weil es gibt ganz viele Leute, die hätten Lust, ja, und wollen tun, und dann ist immer nur die Frage, und wie finanziert sich das jetzt? Mhm. Also, weil von Luft und Liebe alleine, also das geht meistens nicht so leicht. Ja. Ja. Ja? Und das heißt, diese Brücke zu schaffen, ja, das von der normalen Welt, sage ich mal, oder wie auch immer wir sie nennen wollen, der bisherigen Gesellschaft und den Rahmenbedingungen, das hineinfließt in ein gut genährtes Feld des Wandels, das, da ist immer noch viel Luft nach oben. Mhm. Und also da helfen die paar Förderungen, die man vielleicht irgendwo über mühsame Anträge und so weiter auftut, nur ein bisschen. Ja. Ja, also je breiter das Feld ist an Unterstützern, umso mehr wird es möglich. Ja, weil auch jetzt, wir sind gewohnt, online geht fast alles gratis, aber da ist Arbeit dahinter. Mhm. Ja, und wer, woher kommt es, wenn alle sagen, ja cool, gratis und bitte danke, das war's. Ja. Ja. War ein schöner Abend, war ein tolles, was auch immer, so was. Ja. Und woher habe ich diese Zeit, die ich da hineinstecke, von der Abhaltung bis zur Vorbereitung, woher kommt sie? Ja? Und da einfach die Einladung, mal mitzumachen oder mitzuwirken in irgendeiner Form. Und also ich glaube auch, dass diese Organisationen einfach in dem Miteinander tun, Stärke gewinnen, ja, weil vieles ist doppelgleisig, ja. Es gibt so viele Plattformen, die geile Sachen sammeln, ja, aber wenn es eine größere wäre, wo man dann einfach aufeinander verlinkt oder sich gegenseitig verweist, ja, also weil ich weiß, so und so viele Vorschläge für dich, wenn du jetzt kommst und sagst, ich brauche dieses oder jenes und das kann ich nicht alles selber abdecken, aber ich kenne da den und den und den. Und der oder die macht oder bietet das und jenes an. Ja, ja. Also das heißt auch dieser Austausch, ja. Einfach, ja. Es ist so ein weites, breites Feld mittlerweile und das ist cool, aber es ist immer noch, also es wissen zu wenige Leute. Mhm, mh. Ja. Was ich jetzt auch sehr interessant gefunden habe, also du hast zuerst gesagt, diese Veranstaltungen dienen dazu, dass man voneinander weiß, ja. Und dann hast du über diese Kooperationen angesprochen, wirklich auch Veranstaltungen gemeinsam zu machen. Und bei mir ist so der Eindruck entstanden, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja? Weil das voneinander wissen, das gibt es wahrscheinlich eh weitestgehend so, schon. Also ich glaube, die Hauptakteure wissen schon voneinander. Und ja, ich habe aber immer den okay. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass das allein reicht noch nicht aus. Ja? Und also bei mir ist jetzt auch der Eindruck entstanden, allein das gemeinsame Organisieren und Abhalten von einer Veranstaltung zum Beispiel bringt wahrscheinlich schon einen Qualitätsunterschied in der Zusammenarbeit und in der Wahrnehmung voneinander auch. Ja. Und in dem, okay, wie können wir das, was wir tun, vielleicht wirklich auch mit mehr Synergien gestalten. Ne? Also oder
auch noch ganz simpel, ja, die Dorfuni hat für sich diese Technik mit der Übertragung von Live-Standorten integriert. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie am 20. November die Covid-Situation ist. Im besten Fall haben wir alles super live und es ist in der Angewandten, so wie letztes Jahr, ja. Im schlimmsten Fall haben wir wieder irgendeine blöde Einschränkungssituation. Und zum anderen, es kann nicht jeder nach Wien fahren. Ja? Mhm. Das heißt, die Idee für dieses Jahr ist dann ganz einfach wirklich, dass wir diese Standorte in den Regionen haben und Leute sich dort treffen und das gemeinsam anschauen. Und nicht, also das ist natürlich auch eine Option. Jeder kann sich an seinem Bildschirm jederzeit von überall. Ja? Mhm. Aber was die Dorfuni anstrebt, ist eben, dass es dann auch lokale so Bildungsteams gibt, ja, mhm, wo sich die Leute hinbegeben können live und dann gibt es halt eine Leinwand oder was und es wird gestreamt und ich kann gleichzeitig dann auch bei mir zu Hause in der Region, wo auch immer, mich zusammensetzen, danach dazwischen und so weiter und austauschen. So wird auch beim Soul Symposium das dann halt in Kleingruppen geerntet, diesmal dort nur live, ich hoffe mit dem beim Symposium, dass wir dann wirklich auch live zusammenkriegen, dass diese Inspirationen und Ideen, dass die, da muss ich ja was noch weiter dazu denken, damit ich es dann übersetzen kann auf meine eigene Situation. Mhm. Ja? Das heißt, das eine ist die Inspiriertheit, die ich entdecken kann, indem ich gute, coole Beispiele bringe, ja? Und den Leuten Mut mache, indem ich ihnen zeige, hey, das gibt es schon. Da haben sich schon so und so viele Leute da oder dort auf den Weg gemacht und das wirklich in die Welt gebracht. Ja? Und das andere ist dann zu überlegen, okay, was ist unsere Situation hier vor Ort? Was braucht man? Mhm. Was haben wir für Ressourcen und Fähigkeiten? Mhm. Und wie kriegt man das jetzt in ein Ding? Ja. Also sprich, wie kriegen wir unsere Bedarfe hier lokal vor Ort gedeckt? Was müssen wir dafür tun und so weiter? Und da hilft es, dass ich mich lokal vernetze und schaue, okay, wer sind die Beteiligten hier? Mhm. Ja, kann man sich dann die Expertinnen reinholen oder eben per Video oder wie auch immer, ja, oder Zoom. Aber de facto, ich muss es dann umsetzen. Ja. Also ich muss diese Transformation machen auf das jeweils eigene. Mhm. Das ist eine Spur anders und das ist nicht ganz genau 1:1 nach Kochrezept, ja. Aber sobald ich viele Kochrezepte mal angeschaut oder ausprobiert habe, kriege ich ja auch eine gewisse, irgendwann brauche ich das Rezept nicht mehr, sondern ich tue. Ja. Ja? Auch der Rob Hopkins mit seinen Büchern hat irgendwann gesagt, es geht nicht darum, dass ihr das 1:1 nachbetet, ja, sondern es geht darum, nehmt die Idee davon und verwendet sie auf eure Situation. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und da sind wir ja jetzt auch wunderschön wieder bei diesem Punkt, also unser Mutstreik heißt Mut zum Wir und Mut vor Ort. Ja. Und da hast du jetzt genau diese Verbindung auch angesprochen. Man kann es eigentlich auch durch das Beispiel Dorfuni runterbrennen auf Mut zum Wir vor Ort. Ja. Mhm. Weil es geht ja auch darum, Wandel geht nur gemeinsam. Und gemeinsam bedeutet auf der einen Seite dieses immer größer werdende Wir, das eigentlich ein globaler Begriff sein sollte, ja, also dieses Globaldenken und gleichzeitig aber es wirklich runterzubrechen auf dieses lokale Handeln und was bedeutet es konkret bei uns vor Ort, weil das ist nicht immer und überall gleich. Ne? Und damit das Rezept dann auch passt und man die Zutaten auch vor Ort bekommt, ne? Das ja, ist ja genau. Die Anforderung. Wir haben beim Symposium letztes Jahr die Rissach im Wandel da gehabt. Ja? Das ist eine kleine Gemeinde in Kärnten, die also wirklich nicht viele Einwohner, also vor allem im Kern, und die haben 60 aktive Leute, ja, und sind von einem Film inspiriert, dann losgestartet und haben überlegt, was können sie vor Ort machen, ja, das ist ein von einem Kleider, also anders achtsamer mit Gewand umzugehen und zu teilen oder zu reparieren, also ein Repair-Café dann auch, oder über Lebensmittel retten und das verkochen und gemeinsam essen oder anderen zugutekommen lassen, über einen Allmendegarten, also sprich, wo die Leute hinkommen können, was tun können, und also Garten und in
mit der Erde, mit den Pflanzen, mit der Natur sich betätigen, erdet uns auch als Menschen, auch psychologisch. Ja? Also Gartentherapie ist nicht umsonst. Ja? Allein das ist schon mal heilsam, weil allein das Grün und die ganzen Stoffe, die so ein Baum ausschüttet oder was auch immer, ja, ist schon mal heilsam, wir kommen runter und so weiter. Und die Leute können hingehen und dann auch ernten, auch wenn sie nicht angebaut haben. Nach einem gewissen Fairness-Prinzip natürlich, aber das heißt, dieses Allgemeingut wird dort wirklich gepflegt. Ja, und also das ist so genial, oder sie haben einen Bienenstock dort. Und, also das heißt, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten, und ich war auch, also das ist schon 2 Jahre her jetzt, aber oder 1,5, und wir haben dort ein Treffen gehabt, und wir sind wunderbar gekocht worden, ja, mit geretteten Lebensmitteln, und die Leute, die uns gekocht haben, die Frauen, die da gekommen sind, und Männer, die waren einfach, es war so fein, ja, das zu erleben, dass die da auch Spaß haben beim Tun. Und also es war ein Dienst für uns, ja, die da dieses Treffen gemacht haben, also so ein Transition-Treffen, aber es war nicht nur Dienst, ja, sondern da kommt ja was in diesem gemeinsam auch jemand was Schönes machen, und es war so wunderbar dekoriert, und du hast gesehen, da ist so viel Liebe drin. Ja. Und das, also gestalten können, ich habe vor kurzem von jemandem gehört, die geht irgendwo putzen, damit sie dort, weil die so viele Deko-Elemente haben, diesen Raum schön gestalten kann, und das ist für sie wertvoll. Ja? Das ist jetzt nicht die klassische Putzfrau, sondern das ist ein Mensch, der halt einfach das dort macht, um kreativ sein zu können. Ja? Also so ganz unterschiedliche Dinge, und egal auf welchem Eck, ja, wir haben ganz vieles, was wir tun könnten. Ja, ja. Konstanze, das alles, was du erzählt hast, das hat mir jetzt unglaublich Mut gemacht. Ja. Und jetzt möchte ich dich noch fragen, was macht dir denn Mut? Also effektiv ist Sinn, diese Beispiele. Ja. Also zu erleben, wo Menschen miteinander kreativ werden und gestalterisch wirksam werden und zu sehen, dass es doch wirklich schon viele sind. Also ich meine, es dürfen immer noch mehr werden. Also wenn man jetzt den Schnitt der Gesellschaft hernimmt und die paar unter Anführungszeichen, und das ist natürlich auch eine Frage vom Fokus, ja, ob ich in den Mangel schaue und was immer noch nicht brennt, oder ob ich, aber es ist zu erleben, ja, oder auch dann, also die Projekte zu besuchen und zu sehen, wie es ihnen geht oder wie sie sich weiterentwickeln, oder auch, also wenn ich, das ist ja auch Referentin bei uns, und wenn ich dann mit den Referenten, die alle irgendwo ihre coolen Projekte machen, erlebe und wieder treffen kann und sehe, okay, und da geht jetzt das weiter und dort entwickelt sich dahin und so weiter. Also so dieses, so wie man einer Pflanze beim Wachsen zuschaut, diesem Wandel beim Wachsen zuzuschauen. Ja? Das ist mutmachend. Das ist ein wunderschönes Bild. Du, und wofür brauchst du Mut? Ja, also ich meine, da gibt es auch Zagenphasen. Und sich da immer wieder ja, de facto zu motivieren, zu sagen, nein, ich gebe jetzt nicht auf, weil ich glaube daran, dass es Sinn macht. Ja? Liebe Konstanze, gibt es doch irgendetwas, das wir nicht besprochen haben, wo du findest, das wäre wichtig, das wäre erwähnenswert? Gibt es irgendwelche Fragen, die nicht gestellt wurden? Von denen haben wir schon relativ weit ausgeholt, und ich meine, Projektbeispiele sich zu ranzuholen, gibt es auch viele Möglichkeiten, die muss ich jetzt nicht der Name-Dropping abwickeln. Vielleicht das Einzige, also eines von den Projekten, die mir sehr am Herzen liegen und die wir auch im Rahmen von Winkels besuchen oder wo wir sind, ist das Cambium, ja, wo diese Verknüpfung von Leben und Arbeiten einen sehr schönen Ausgleich hat oder einfach sehr, sehr schön gelebt wird. Ja, weil, also, wenn ich aufs Land gehe, da ist sonst nichts, wo ich meine Fähigkeiten gerade so schnell ad hoc einbringen kann, dann muss ich selbstwirksam entweder meinen Job oder meine Fähigkeiten mitnehmen und schauen, wen interessiert es dort, oder eben auch schauen, was brauchen die vor Ort. Ja? Schauen, wie ich das zu einem Ganzen stricken kann.
Das ist auch beim Lebensgut Miteinander, wo wir die nächste Exkursion machen. Ja? Das heißt, schauen, was braucht es und wo kann ich das, was ich mitbringen oder anbieten kann, sinnvoll einfügen. Also dieses Bild des Wandels ist für mich ein großes Puzzle. Eigentlich 3D. Ja? Das heißt, da gibt es so viele Aspekte des Lebens, ja, die bedient werden wollen, auf eine neue Art und Weise. Ja? Und wenn jeder mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er oder sie hat, den Platz findet, wo es passt, ja, oder sich die jeweiligen, die richtigen in, also treffen und in Kooperation gehen, ja, dann wird das ein wirklich tragfähiges, stabiles Netzwerk. Mhm. Und wenn ich eben Leben und Arbeiten zusammenkriege und Bildung und Soziales und so weiter, ja, dieses Feld mit all den Aspekten, ja, das ist eben nicht flach so leicht abbildbar. Deshalb meine ich, das braucht diese unterschiedlichen Ebenen und Bereiche. Ja, ich habe ja versucht, das Feld des Wandels vor einem Jahr beim Symposium aufzuzeigen oder aufzuzeigen und es ganz schnell bist du auf unterschiedlichsten Bereichen. Aber das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen und einfach zu schauen und zu spüren, okay, und wo ist mein Bereich? Wo kann ich einen hilfreichen, sinnvollen Beitrag machen? Ja, weil wir haben nur diese eine Erde und sind ganz eng und unmittelbar abhängig und damit verknüpft, ja, mit all den Wesen da drauf. Ja. Das heißt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Und das herauszufinden, wo da gerade für den Moment, und es kann sein, dass man sich weiter bewegt, wo diese Position ist, wo ich dieses Feld finde, wo es für mich nährreich ist, also sprich, ich kann mich weiterentwickeln und wo ich trotzdem meinen Beitrag mache. Das, ja, ist für mich so das Ding. Und wenn wir da unser, ja, es ist eine, also auch ein Gemeinschaftsprojekt ist eine soziale Struktur, ist ein soziales Kunstwerk, ja. Und wenn wir dieses Feld schaffen, ne, dann haben wir noch was zu tun, aber also ich glaube, das ist die Chance. Dieses Bild von einem Kunstwerk, einer kunstvollen Skulptur, an der wir alle mitarbeiten können und die ständig im Werden ist, das finde ich wunderschön und das werde ich mir jetzt mitnehmen. Und möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Constanze, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein, sondern auch dein ganzes Wissen, Know-how, deine Beispiele, deine Ermutigenden mit uns geteilt hast. Ich habe es unglaublich spannend und hilfreich und informativ gefunden und viel Stoff auch zum Nachdenken und zum Weitergeben. Ganz lieben Dank. Ja, auch. Ciao, Constanze. Papa. Ciao. Mood Talks.